Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es gibt Gäste, zu denen muss man eigentlich nicht viel sagen. Die kennen Sie alle und mit denen verbinden Sie auch alle was. So auch mit ihm, Thomas Gottschalk. Jahrzehntelang einer der besten Entertainer, die wir je hatten im deutschen Fernsehen. Jetzt macht er vor allem Schlagzeilen mit seinen Interviews, Talkshow-Auftritten und Büchern. Und das Neueste kommt morgen raus, Titel Ungefiltert von einem, der den Mund nicht halten kann. Wir hätten es auch nicht anders erwartet. Willkommen, Thomas Gottschalk. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und schön, dass ihr da seid. Inka, wir haben ja schon mal gemeinsam hier auf dieser Couch gesessen und ich sitze immer gerne hier, muss ich sagen. Das freut mich auch. Ich habe auch gedacht, es ist so ein bisschen wie früher bei Wetten, dass natürlich kleiner, aber auch auf so einem Sofa gemeinsam eine Sendung bestreiten. Aber die Gäste sind auf ähnlichem Niveau. Absolut, wenn du kommst, auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch gedacht, der Thomas Gottschalk hat alle früher geduzt. Wir haben uns letztes Mal auch geduzt. Bleiben wir auch beim Thomas. Finde ich aber auch. Alles andere ist so bemüht und ich muss mich dann am Riemen reißen, wenngleich ich mit der Duzerei ja angefangen habe im Fernsehen. Aber wenn ich jetzt in irgendwelche Möbelhäuser komme und geduzt werde von irgendeiner anonymen Stimme, ist mir das auch nicht immer recht. Also ich sage, ich weiß gar nicht, wer da spricht und ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich kenne dich nicht, aber duzt mich auf jeden Fall. Meinst du, es hat was mit dem Alter zu tun, dass wenn man selber älter ist, man, ich weiß nicht, lieber gesiezt werden möchte, auch weil es was mit Respekt in unserem Sprachgebrauch. Ich will nicht gesiezt werden. Ich hatte ja früher auch Respekt vor gewissen Leuten. Ich konnte zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher nie duzen, obwohl er mir das mehrfach angeboten hat. Aber wenn der bei mir in einer Sendung war, habe ich ihn gesiezt. Privat ist das einfacher. Mhm. Wenn man dienstlich Menschen duzt, vor denen man Respekt hat, ist das nicht so einfach. Es geht einem einfach nicht so über die Lippen. Es geht mir ganz genauso. Bei manchen Gästen könnte ich und wollte ich das auch nicht. Aber du bist mir natürlich auch so vertraut, dadurch, dass ich natürlich mit dir aufgewachsen bin, wie ganz viele von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ich habe mich noch mal so gefragt, was ist eigentlich passiert in den letzten 5 Jahren, seit du hier warst? Da war wirklich viel. Ich meine, wir hatten die Pandemie, du hast geheiratet, du hast noch mal Wetten, dass gemacht, du bist nach München gezogen von Baden-Baden, also auch da noch ein privater Ortswechsel. Und jetzt hast du auch wieder ein Buch geschrieben. Also ist eine ganze Menge eigentlich. Eine ganze Menge passiert, wenn wir alles abarbeiten. Ja, das sitzen wir aber morgen noch hier. Ja. Und sag noch kurz am Anfang, wie ist dir eigentlich so geht. Also wie würdest du sagen, mir geht momentan es gut. Ich habe meine Fröhlichkeit nicht verloren, die mir ja vieles leichter gemacht hat im Leben. Also dieses, der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsasa, war natürlich auch so ein bisschen mein Motto, dass man mit Heiterkeit vieles erreicht und dass man sich in diesem Geschäft vor allem nicht ernst nehmen darf. Man darf nicht Unterhaltung machen und die Dinge ernst sehen. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht locker sehen kann. Und Not und Tod verfolgen auch einen Showmaster. Aber alles in allem habe ich das große Glück gehabt, in einer Zeit zu leben, in der es Frieden gab in Deutschland. Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich ein Fernsehen erlebt habe, das völlig von Sorgen frei war. Ich habe in einer Blase gelebt, was nicht immer gut für mich war. Aber ich habe letzten Endes immer Glück und immer Schwein gehabt und gehöre einer Generation an, für die man das auch in Anspruch nehmen kann und die es auch tun sollte, finde ich. Also du bist glücklich, du bist fröhlich, obwohl, kann man ja auch sagen, es im Moment auch ziemlich viel Gegenwind gibt. Du hast ein Buch geschrieben und alle reden drüber. Es gibt natürlich auch Kritik, du hast schon Schlagzeilen gemacht, warst bereits in Talkshows und auch danach wurde viel geredet. Wir reden heute auch über das Buch Ungefiltert. Neues Glück, neue Liebe, jetzt auch schon wieder, ihr kennt euch, Carina, du ja, letztes Mal, glaube ich, hast du schon erzählt, 6, 7 Jahre. Wir sind im verflixten siebten Jahr und es ist kein Ende abzusehen, hoffe ich. Nee, im Gegenteil, ihr habt geheiratet, hier sehen wir auch das Hochzeitsbild. Ist es Ibiza jetzt? Das war in Ibiza, wir waren 5 Leute, weil ich mir genau diese Promi-Hochzeiten schenken wollte. Da dauern oft die Zeremonien länger als die Ehe, aber bei uns ist das hoffentlich anders. Und ich hoffe, dass ich für den Rest meines Lebens meine Traumfrau gefunden habe. Ich weiß es. Ob sie es weiß, hoffe ich natürlich auch. Ob der Rest der Welt es akzeptiert, wird man sehen. Es wirkt aber so. Es gibt so viele schöne Bilder von euch. Ihr postet ja auch einige, auch in den sozialen Medien. Also da kann man auch teilhaben an eurem Glück. War das jetzt hier Oktoberfest kürzlich? Das war das Oktoberfest, natürlich, ja klar. Da darfst du nicht fehlen, jedes Jahr, oder? Bayer, ich war die letzten Jahre eigentlich relativ oft auf dem Oktoberfest, was immer damit da zusammenhängt, wie man dort behandelt wird. Ich meide dieses Käferzelt, weil das ist so eine Promisause für mich, wo man sagen kann, es hat mit dem Oktoberfest relativ wenig zu tun, dass da hübsche Frauen mit Dirndln unterwegs sind. Und es bricht ja schon im Sommer ein Wahn in München aus, wo alle nur noch mit Lederhosen unterwegs sind. Und im Dirndl, ich kenne das nicht, ich habe meine Lederhosen. Und die hole ich kurz vom Oktoberfest raus und
danach verschwinden sie wieder aus meiner Garderobe. Ja, hier im Norden kann man es nicht so richtig nachvollziehen, aber man schaut doch es immer gerne mit großer Neugier und Begeisterung zu. Feiert ihr nicht auch Oktoberfest? Es gibt auf der ganzen Welt Oktoberfest. Gibt es, aber nicht so natürlich. In Japan Oktoberfest. Ja, ja, gibt es ja auch hier, aber nicht so wie bei euch in München. Ich kann jetzt ja schon sagen bei euch, weil du bist ja wieder zurückgezogen nach München oder wo du schon mal gewohnt hast. Und jetzt? Ich bin 71 in München aufgeschlagen nach dem Abitur, als ich da angefangen habe, im Radio mich wichtig zu machen, und habe 76, glaube ich, meine erste Radiosendung, das war 75, 76, meine erste Radiosendung gemacht. Also meine erste feste Radiosendung, weil ich immer der Überzeugung war, dass man nur durch Häufigkeit überhaupt sich einen Namen machen kann. Hat funktioniert. Das hat funktioniert. Und es gibt immer noch Menschen, die mir nach wie vor die Liebsten sind, die sagen, ich erinnere mich noch an dich. Guck mal, Radio. So hast du ausgeschaut. Ja, so habe ich ausgeschaut. Das war 1975 vielleicht, 76, ans Hemd erinnere ich mich auch noch. Ich habe mich immer schon für bunte Lappen interessiert, aber es ist faszinierend, wie schnell die Zeit vergeht. Man glaubt es ja nicht, dass man irgendwann ein alter Mann wird. Früher haben die alten Männer meines Alters ja ausgesehen, das waren Greise, die zitterig mit ihrem Stöckchen da saßen. Wir haben mit Günther Jauch uns mal als Greise verkleidet, wie wir in 20 Jahren, in 30 Jahren aussehen würden. Wir sehen leider ein bisschen anders aus, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir waren so schicke Greise aus der Maske, wie man sich das so vorstellt mit angeklebten Haaren. Du bist immer noch ein schicker Greis, aber du darfst es nicht immer so oft betonen mit dem Alter. Da kommt man sonst von sich aus, ich würde jetzt gar nicht auf Alter kommen bei dir, aber wenn du es immer wieder betonst, dann denke ich natürlich, ah ja, er ist 75. Er hat mich ja danach gefragt. Nein, einfach schweigen. Du weißt auch, der Gentleman genießt und schweigt. Der Gentleman genießt und schweigt, das ist schon wieder eines der Themen, das würde ich heute auf die kommen wir gleich. So sagen. Nein, ich darf das sagen. So sagen. Du darfst nicht. Es sagen. Ja, klar. Dann müssen wir gleich drüber reden, wer was sagen darf. Aber sag doch mal, München, wieso seid ihr jetzt zurück nach München? Ihr habt ja eigentlich in Baden-Baden gelebt, wo du Carina auch kennengelernt hattest und wo sie beim SBR gearbeitet hat, und dann jetzt München. Ich habe eine Mitarbeiterin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens kennengelernt und ich hätte Pech haben können. Sie hätte auch beim MDR arbeiten können und ich wäre irgendwo im Osten gelandet. Aber es war Baden-Baden, was ja noch relativ elegant daherkam und mir entsprochen hat in meinen Erwartungshaltungen. Baden-Baden ist so ein kleines Großherzogtum innerhalb Deutschlands. Und wenn man sagt, man lebt in Baden-Baden, wissen auch die Amerikaner, was man meint. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man sich in Baden-Baden oder in München aufhält. Baden-Baden ist immer eine gewisse provinzielle Ecke gewesen, wohingegen München Großstadt und Weltstadt ist. Aber nicht so wie Berlin. Mit Berlin kann ich komischerweise nichts anfangen, was mir die Berliner nicht übel nehmen mögen. Ich war ein paar Jahre lang in Berlin unterwegs, aber das ist mir alles zu neonartig und zu kalt. Und die Berliner mit ihrer großen Klappe waren nicht diese Warmherzigkeit, die ich aus München gewohnt bin. Und ich muss auch sagen, nur nicht, weil ich hier bin, sondern weil es so ist. Die zweitschönste Stadt Deutschlands nach München ist für mich Hamburg. Sehen wir anders. Für uns ist es die schönste, aber schon mal danke für das Kompliment. Mit Recht. Aber du bist ja, oder ihr seid ja noch nicht mal in München. Ihr seid ja aufs Land gezogen. Also München ist in der Nähe. Man hat mir natürlich immer Grünwald zugetraut, so wie in Baden-Baden. Man gedacht hat, die Häuser mit den großen Auffahrten würden mich interessieren. Ich bin aber gar nicht so der Typ, sondern man hat mich dann missverstanden. Ich habe in München, in Grünwald mir Sachen angeguckt, pflichtgemäß, hat gedacht, so eine wie sie gehört doch nach Bogenhausen, aber da ist es auch für mich unbezahlbar und ich habe auch kein Interesse, der Nachbar von irgendwelchen Bayern-München-Stars zu sein, sondern es geht mir mehr darum, jetzt bin ich da mit den Leuten wieder den Kontakt zu finden, den ich immer gehabt habe. Ich war immer der Schweizer, der ist bei den Leuten. Und ich war immer bei den Leuten. Ja. Mich haben die Leute immer mehr interessiert. Die normalen Menschen, die mir auch zugeschaut haben, im Radio zugehört haben, haben mich immer mehr interessiert als die Promis, bei denen man mich vermutet oder verdächtigt hat, einer zu sein. Obwohl man dich oder euch ja auch viel bei Rote Teppich-Events sieht. Also ihr mögt es auch gerne eben mit anderen Prominenten auf Veranstaltungen zu sein. Aber auf der anderen Seite wanderst du auch, was ich dann auch wieder sehr charmant finde. Rufst im Internet auch dazu auf. Ich kenne natürlich auf den roten Teppichen immer weniger Leute, von denen ich weiß, was sie treiben. Da heißt es, das ist auch eine Moderatorin. Dann dachte ich, um Gottes Willen, was moderiert die eigentlich? Aber die Sendung, die sie moderieren, kennst du gar nicht mehr. Und die Leute erkennst du auch nicht mehr, die dazugehören. Ja, du guckst vielleicht die falschen Sendungen oder die falschen Programme. Es gibt heute eine andere Form von Berühmtheit, die mir fremd ist. Also ich kann guten Gewissens sagen, dass mich viele Menschen kennen und mir das auch zu erkennen geben und mich auch viele Menschen verstehen. Und das ist etwas, was einen motiviert. Und das ist etwas, was einem in diesem Leben, finde ich, irgendwo auch
auch in irgendeiner Form nahe geht, weil es nicht so ist, dass man sagt, ich will am Samstag von allen gesehen werden, aber am Montag gehen mich die alle nichts mehr an. Mhm. Ganz im Gegenteil. Es wird niemand geben, der sagt, der Gottschalk hat sich mit mir nicht beschäftigt oder hat mich dämlich behandelt oder kalt zurückgewiesen. Teilweise kommen sie natürlich zu ein paar Zeiten, die dir nicht passen, aber du hast immer ein offenes Herz für sie und ein offenes Haus für sie. Und du genießt es auch nach wie vor, höre ich daraus, wenn du erkannt wirst und wenn Leute sich noch erinnern halt an die großen alten Wetten-dass-Zeiten und das, ja, klar, ist der Thomas sind Gottschalk. Das sind die meisten. Ja. Es sind unglaublich viele junge Leute auch dabei, von denen ich gar nicht weiß, woher die kommen, woher die mich kennen. So 17-Jährige. Mhm. Ich habe das erzählt, ich war neulich in irgendeiner Gruppe von jungen Leuten unterwegs. Das waren alles Leistungskurse in irgendwelchen Fächern, in denen ich nicht so gut ausgesehen habe. Aber die fanden mich alle prima. Und ich fand die auch gut. Aber ich habe gesagt, ich habe bei euch gar nicht mehr zu versuchen. Also, aber es ist im Grunde immer faszinierend, wenn dich Leute mögen und wenn dich Leute kennen. Und wenn Leute anders auf dich reagieren, als du es glaubst, weil du denkst, der kennt mich doch gar nicht. Dann kennen sie sich doch. Aber es ist faszinierend, dass oft junge Frauen sagen, der Kleine soll mich mal mit dir fotografieren und mir dann das Kind überreichen, das dann anfängt zu weinen, weil es gar nicht weiß, was mit mir anfangen soll. Ja. So 5-Jährige haben natürlich keine Ahnung, wer ich bin, und so 7-Jährige auch nicht, 9-Jährige auch nicht mehr. Ich befürchte auch 12-Jährige kaum noch. Man muss ja sagen, du hast schon echt früh eine freche Lippe riskiert. Oder wie Harald Schmidt mal gesagt hat, Thomas Gottschalk hat das Frechsein im Fernsehen erfunden. Es war gar nichts, es ging mir nie darum, etwas erfinden zu wollen oder anders sein zu wollen als andere, sondern ich habe mich nie ernst genommen, ich habe auch nie den Job ernst genommen, den ich da gemacht habe. Es hat mir auch nie so viel bedeutet wie heute, wo ich zurückblicke, wo ich sage, es sind gewisse Dinge, die einem ans Herz wachsen und wo man sagt, man hat das gar nicht so genossen, wie man es hätte genießen können und auch sollen. Im Nachhinein genieße ich das mehr, als ich es damals genossen habe, gebe ich zu. Du hast aber jetzt ein Buch geschrieben, wo du ja auch noch mal drüber nachgedacht hast, über die Zeiten damals und vor allem so auch den Vergleich zu den Zeiten heute. Was hat sich verändert? Und das Buch heißt Ungefiltert und du schaust eben ungefiltert drauf. Und die Unterzeile ist Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann. Warum war es dir so ein Bedürfnis, jetzt noch mal so richtig den Mund aufzumachen? Wenn nicht jetzt, wann dann, sage ich mal. Aber es kommt eine gewisse, man unterstellt es mir als Verbitterung, eine gewisse Ernsthaftigkeit auf, von der ich selbst überrascht bin, dass man Dinge plötzlich ernst nimmt, die ich sage. Man hat mich nie ernst genommen. Ich habe auch immer darum gebeten, nicht ernst genommen zu werden. Es geht aber in diesem Buch gar nicht um mich und es geht gar nicht darum, dass ich irgendjemandem etwas erklären will, sondern ich frage. Ich bin teilweise ratlos mit dem, was ich sehe. Und ich sage, es kann doch nicht sein, dass das außer mir niemand bemerkt. Es bemerken mehr Leute, als man denkt. Die sagen nur alle nichts. Sag mal ein Beispiel. Jeder weiß, wovon ich rede, wenn ich davon rede. Das Problem ist, dass wir alle unehrlich sind in diesem Geschäft. Und wir sagen immer nur die Hälfte von dem, was wir wirklich denken. Und wir sind in irgendeiner Form auch immer verpflichtet irgendwelchen Menschen gegenüber, sei es der Quote oder sei es unseren Vorgesetzten, vor denen wir dann schon Schiss haben. Du wirst ja auch in diesem Geschäft einerseits vom Publikum vergöttert, andererseits von deinen Verantwortlichen sehr stark, sagen wir mal, unter die Lupe genommen. Darf der das sagen? Ich habe immer Glück gehabt, ich habe mich oft entschuldigen müssen und ich habe Glück mit meinen Vorgesetzten gehabt. Ich habe sie teilweise nicht ernst genommen und sie haben mich nicht ernst genommen. Das ist etwas, wohinter man sich gut verstecken kann, dieses nicht ernst genommen werden. Mhm. So wie der Hofnarr, der in seiner Umgebung sieht, wie Leute einen Kopf kürzer gemacht werden, wenn sie das Gleiche sagen, was er sagt. Ich habe mich immer verstecken wollen, hinter der Bedeutungslosigkeit meines Jobs und wo ich gesagt habe, ich war es doch nur. Aber die Zeiten sind vorbei, wo du sagen konntest, ich war es doch nur, weil letzten Endes die Reaktionen anders sind, als ich sie gewohnt war. Mhm. Und die Reaktionen schneller kommen und dich wie ein Kometen im Grunde erwischen, während du noch bei der Arbeit bist. Und das macht dir natürlich schon ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber das macht dir dann das Leben schwer, gerade wenn du wie ich so ein Spontanreagierer bist, der alles raushaut, was ihm einfällt. Mir ist auch viel Mist eingefallen. Ich habe auch viel Mist erzählt in meiner Karriere. Ich habe auch viel Mist im Radio verzapft und viel Mist im Fernsehen erzählt, den ich heute nicht mehr erzählen würde. Nur,
ich lasse mir nicht gewisse Dinge unterstellen, die nicht wahr sind. Ich habe beispielsweise nie an den Spice Girls rumgezerrt, was ich heute in den Medien lese, als wäre ich als Lustmolch da auf meinem Sofa Frauen an die Wäsche gegangen. Das ist nicht passiert. Ich bin auch nicht bescheuert, weil ich nicht sage, ich würde mich im Fernsehen, wenn 20 Millionen Zuschauern an fremden Frauen zu schaffen machen. Ein Foto, wo man mich mit Iris Berben gezeigt hat, da habe ich dann in letzter Minute gesehen, dass die irgendwie einen Gips hat. Ich habe meine Hand auf ihrem Knie. Und das spricht dafür, dass ich meine Hände immer auf Frauenknies gelegt hätte, was ich nicht habe. Aber ich bin nun mal so ein Anfasser, der Obama war auch ein Anfasser. Ich habe oft Leute an die Hand genommen und gesagt, da musst du hingucken, da ist die Kamera oder da bleib sitzen. Ich habe oft mir eine Art von Gehör verschafft, indem ich Frauen oder Menschen, die in meiner Nähe waren, angefasst haben. Das geht aber heute alles nicht mehr. Und bedauerst du, dass das alles nicht mehr geht? Wie guckst du da drauf? Also du schreibst ja auch, du bist einer, der so ein bisschen den Kompass verloren hast. Du verstehst manchmal gar nicht richtig, warum was gehen soll und was nicht. Ich verstehe nicht, warum die Leute mich nicht verstehen, aber es verstehen mich mehr, als man denkt. Mhm. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die geradezu als Freiheitskämpfer unterwegs sind und die sich heute zum Sprecher von Leuten machen, die das gar nicht bräuchten, meine ich. Mhm. Die sagen, man darf sowas nicht mehr sagen. Es geht nicht darum, was ich sagen darf. Es geht um eine Strömung in unserer Nation, die sich vor allem fürchten und die da sagen, ich sage ja am allerwenigsten, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich darf im Fernsehen nichts mehr sagen, sondern ich habe das Gefühl, dass jeder etwas sagen kann und nicht alle etwas Vernünftiges erzählen. Mhm. Ich auch nicht immer. Ich habe beruflich wenig Vernünftiges erzählt. Aber heute, wenn es mir ums große Ganze geht, dann glaube ich schon, dass ich weiß, wovon ich rede. Weil ich natürlich in viele Sachen reingeguckt habe, in die anderen nicht reingeguckt habe. Ich habe dem Papst bei der Frühmesse ministriert. Ich saß mit Obama und Biden am Tisch zusammen. Und ich habe im Bundeskanzleramt meine Runden gedreht. Man kommt natürlich als Clown in gewisse Kreise, in die man normalerweise nicht gehört. Und ich weiß viel. Ich weiß auch, dass Menschen anders reden, wenn sie mit mir alleine sind, als wenn sie dienstlich unterwegs sind. Und das ärgert mich. Und da sage ich, warum sagt er das nicht mal, wenn er sein großes Publikum hat? Warum reden Politiker immer so verschwurbelt? Und ich rede Klartext. Ich sage das, was ich denke. Und ich finde, dass ein Mensch ab einem gewissen Alter auch die Aufgabe hat, die Dinge klar zu sagen. Wir haben, nicht mehr so wir haben ja Meinungsfreiheit. Und natürlich kannst du ja auch sagen, was du denkst. Es geht ja nur darum, wenn man Menschen verletzt mit dem, was man sagt, weil man vielleicht nicht versteht, dass es sie... Ich habe nie in meinem Leben Menschen verletzt. Heute entscheidet nicht mehr der, der verletzt, sondern der, der sich verletzt fühlt. Und wenn ich sage, liebe Frau Inka, sagst du, ich bin ab heute aber der Herr Inka und dann sage ich, das habe ich nicht gewusst, tut mir leid, dann erschrecke ich. Aber für mich bleibst du die Inka, die ich seit Jahren kenne und mit der ich immer gute Erfahrungen gemacht habe auf diesem Sofa hier. Also das ist schon wieder missverständlich. Ich habe keine Erfahrung mit dir auf dem Sofa gemacht, sondern ich habe... Hier sitzend in der Sendung ist ja klar. Hier sitzend in der Sendung. Ich neige dazu, Dinge abzukürzen und Dinge etwas missverständlich auszudrücken. Aber man merkt schon, du bist jetzt auch wirklich, hast schon die Alarmglocken an, weil du denkst, alles, was ich sage... Weil irgendeiner sagt, hat er das wirklich verunsichert gesagt? Verunsichert sich das? Es verunsichert mich nicht, aber es macht mir meinen Job nicht gerade leichter. Ich bin froh, dass es mich im relativ fortgeschrittenen Alter erwischt, diese Erfahrung. Und wenn ich mit 20 dieses Gefühl entwickelt gehabt hätte oder wenn ich Alarmglocken mit 20 gehört hätte, wäre sicher nicht aus mir geworden ist. Und ich hätte nicht so viel Erfolg gehabt, wie ich ihn gehabt habe. Die Leute haben mir das Gefühl gehabt, ich sage das, was sie denken. Und ich sage nach wie vor immer noch das, was sie denken, glaube ich. Aber sie trauen sich nicht mehr zugeben, dass sie so denken. Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht zugebe, wann dann? Also es gibt, du hast ja selbst gesagt, eine Menge Reaktionen auf das, was du sagst, wie du es sagst. Und auch jetzt nach der Talkshow jetzt am Freitag im Kölner Treff gab es eine Menge Reaktionen. Alle Zeitungen haben geschrieben. Liest du das und wie ist dann nach sowas, auch nach solchen Shitstorms, hier sind ein paar Schlagzeilen, der große Zoff und dem alten weißen Mann, du bezeichnest übrigens dich ja selbst so als alten weißen Mann im Buch, Aufmerksamkeit bitte, Gottschalks Gefasel, also früher bist du ja gewohnt gewesen, gute Schlagzeilen Gefaselt zu haben. Gefaselt habe ich immer, aber ich habe... Und jetzt musst du, ganz kurz noch, jetzt musst du damit leben, dass halt auch Gegenwind kommt und solche also Kritik... Gegenwind ist absolut in Ordnung, wenn jemand ein Buch schreibt, in dem er sagt, es ist ungefiltert, ich sage, was ich denke, dann muss er mit Gegenwind rechnen. Wer in die Küche will, der muss wissen, dass es da heiß ist und der darf nicht sagen, ich vertrage kein Schwindelgefühl, wenn er als Schornsteinfeger unterwegs ist. Aber letzten Endes ist es so, dass ich
für mich in Anspruch nehme, dass die Leute wissen, ich bin ohne jeden Groll, ich bin ohne jeden Zorn. Ich wundere mich, wenn ich gewisse Gedanken formuliere, aber ich beschimpfe niemanden. Und es ist klar, dass jemand, der die 70 überschritten hat, nicht mehr das denkt, was ein 12-Jähriger denkt. Das wäre auch falsch, aber der 12-Jährige würde genauso falsch dastehen wie der 72-Jährige, wenn er mit irgendeiner Form... Weißt du was, ich glaube, was das Thema nicht für viele ist, ich habe es überlegt gerade, was irritierend ist, für uns warst du ja immer der Coole, du warst immer irgendwie deiner Zeit voraus, du warst anders als alle, du warst schlagfertig und du warst frech und du hast dich was getraut und du warst irgendwie ja nicht nur modern, sondern wirklich Avantgarde, im Fernsehen vor allem als Mann. Und jetzt hat man das Gefühl, irgendwie ist es jetzt auch ein bisschen alter weißer Mann, weißt du? Naja, das Problem. Und ich glaube, das ist so das, was getraut ist. Ich meine, es ist man traut sich mit 18 mehr. Ja. Es ist ein Unterschied, ob ich mich was traue zu sagen oder ob ich mich traue, um vom Balkon zu fallen und mir das Kreuz zu brechen. Das habe ich nie. Ich war immer vorsichtiger, als man gedacht hat. Ich habe immer eine große Klappe gehabt. Ich habe immer gefaselt. Aber es hat mir niemand übel genommen, wenn ich gefaselt habe. Und ich bin der Meinung, dass jemand, der eine gewisse Lebenserfahrung hat, sich nicht auf eine politische Seite geschlagen hat, mein ganzes Leben lang auch nicht von anderen in Anspruch genommen werden darf. Und wenn mich Leute heute politisch einordnen, dann liegen sie falsch. Es ist die Gesellschaft, die mich interessiert. Eine Gesellschaft, die ich angehöre und von der ich glaube, sie hat ein bisschen den Kompass verloren. Wenn ich sage, ich habe den Kompass verloren, meine ich natürlich, dass andere in meinem Alter auch nicht mehr wissen, wo es lang geht und auch das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen, was sie denken. Und es ist so, dass mir ja mehr Leute Recht geben, als dass mir Unrecht geben. Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute wissen, wovon ich rede und was ich will. Und dass es keine Bösartigkeit ist, die man mir unterstellt. Und von der ich auch behaupten kann, es gibt sie nicht, weil ich sage, ich sage nie, dass es damals besser war. Ich kann nur sagen, wir haben es als besser empfunden. Und es ist ein großer Glücksfall, wie ich 1950 geboren zu sein, 5 Jahre nach dem Krieg, als das Gerümpel schon weggeräumt war. Und 70 Jahre lang ohne Krieg zu leben im eigenen Lande. Und das ist eine Erfahrung, die unsere Generation als erste in Deutschland gemacht hat seit langen Jahren, glaube ich. Weil ich gerade alter weißer Mann gesagt habe, du nutzt diesen Begriff ja in deinem Buch. Ist das für dich eine Beleidigung, wenn das jemand zu dir sagt? Es ist ja wahr, ja. Aber es ist erschrecklich, dass du das geworden bist, was du nie werden wolltest, nämlich ein alter Mann. Mit alten Männern verbinde ich nämlich andere Bilder. Und es ist so, dass früher Leute meines Alters mit dem Stöckchen rumgelaufen sind und die Zähne rausgenommen haben, bevor sie ins Bett gegangen sind. Das tue ich nicht, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich gewisse Dinge ebenso wenig verstehe, wie sie Generationen vor mir verstanden haben, ab einem gewissen Alter. Und man kann nur so alt werden, wenn man es vermeidet, vorher tot umzufallen. Und ich habe es vermieden. Und ich will es auch für nahe Zukunft vermeiden. Wer kann das Lagerfeuer neu entfachen, Thomas? Also ich zumindest nicht. Da müssen jetzt die Jungen ran. Ich glaube aber, dass sich gewisse Dinge erledigen mit der Zeit. Und das Fernsehen, das Samstagabendfernsehen, hat sich für mich erledigt. Und für die Nation offensichtlich auch. Also du hattest die beste Zeit für den Samstagabend, das kann man so das sagen. Das behaupte ich zumindest. Ich danke, wir hatten auch in mehreren Beziehungen die beste Zeit. Gute Zeit auch mit dir hier auf dem roten Sofa. Vielen Dank. Morgen kommt Hinnack Baumgarten für Sie. Und Thomas, dir wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Und morgen vor allem kommt das Buch raus, ungefiltert. Und du machst auch eine Lesereise. Also wer noch dich live erleben will, kann das morgen zum Beispiel in Hamburg. Bis dahin. Tschüss.